bin Florian. Ich produziere und moderiere den Echte Papas Podcast, wie alle 14 Tage. Und das mache ich mit... Darf ich jetzt? Okay, das machst du mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Achso, und gemeinsam sind wir die Echten Papas. Wir tun so, als würden wir das zum ersten Mal heute machen, finde ich, Flo. Dabei ist das schon unsere, weiß nicht, 130. Folge. Schon lange vorbei. Tatsächlich? Mhm. Gut, okay. Aber ich freue mich trotzdem, dich zu sehen, auch wenn es jetzt die 150. wäre. Danke, danke. So, ich weiß, ich habe nur eine Frage frei und ich habe jetzt schon eine gestellt. Deshalb schiebe ich noch ganz schnell unauffällig meine zweite Frage hinterher. Darf ich? Ja. Lieber Flo, hast du schon einmal daran gedacht, mit deiner Familie auszuwandern? Also alles einzupacken, die 7 Sachen, alles hinter sich zu lassen und in irgendein Land zu gehen, wo es einfach ein bisschen schöner ist, so vom Wetter. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden verdammten Tag denke ich darüber nach, auszuwandern. Okay, jetzt schließt sich doch nochmal eine zweite Frage oder eine dritte Frage dran, nämlich warum machst du es nicht? Weil wir sonst keinen Podcast mehr aufnehmen können. Obwohl, okay. Warte mal. Doch, könnten wir trotzdem. Ja, natürlich. Gut, das führt jetzt zu weit, Flo. Lass mich schnell zu unserem heutigen Gesprächspartner. Ja, ich würde nach Neuseeland auswandern. Ah, gute Wahl. Da würde ich vielleicht mitkommen. Dann könnten wir dort vor Ort eine Podcast machen. Ja, das Problem ist aber, die Diskussion haben wir schon öfters geführt, das Problem ist aber, dass das einfach viel zu weit weg ist von der Familie und all denen, die wir zurücklassen müssten, womit ich kein Problem hätte, aber meine Frau. Und ja, deswegen halt nicht. Du? Okay. Wolltet ihr schon mal auswandern? Mit den Gedanken spielen wir auch, genau. Aber wie du so sagst, es gibt immer Hinderungsgründe. Genau. Aber sprechen wir nicht von mir, sprechen wir von unserem heutigen Gast. Der hat es nämlich umgesetzt. Der hat nicht nur dran gedacht, der ist tatsächlich ausgewandert. Mit 4 Kindern. 4 Kinder. Genau. Und ich will nicht spoilern, aber nach 3 Jahren ist er zurückgekommen. Also es ist nicht alles gut im Ausland. Man muss sich das wohl überlegen. Die spannende Frage ist, zu wie viel sind sie dann zurückgekommen? Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Das müsst ihr hören. Das ist nämlich echt verrückt. Genau. Also wir sprechen heute mit Frederik Grun, der mit 4 Kindern und Frau ausgewandert ist. Wohin, verraten wir jetzt auch noch nicht. Und was dann die 3 Jahre passiert ist, bevor er wieder zurückkam mit Frau und mehr als 4 Kindern, das soll er uns am besten jetzt selbst erzählen, oder? Es ist eine total abgefahrene Geschichte. Ja. Ich freue mich auf den Freddy. Einmal spoilern muss ich doch noch. Dann spoiler noch schnell. Das ist meine Lieblingsgeschichte 2024. Wirklich. Okay. Gut, also. Bleibt dran und ja, lernt den Freddy kennen. Werbung. Steht bei eurem Familienauto jetzt nach dem Sommerurlaub auch mal wieder eine gründliche Reinigung an? Bei uns wird es dringend wieder Zeit. Mit Kind an Bord ist eine regelmäßige Autopflege ja auch ein Muss. Ein Tipp von mir, bezieht auch eure Kinder mal in die Autopflege mit ein. Das macht Spaß und bringt ihnen auch die ein oder anderen Skills in Sachen Sauberkeit und Pflege. Egal ob im oder am Auto, mit Kindern kann immer mal was zu Schaden kommen. Zu wild gespielt oder mit dem Fahrrad nicht aufgepasst. Schon ist die nächste Schramme am Auto. Hauptsache den Kids ist nichts passiert, denn alles andere regelt die Versicherung. Die Kfz-Versicherung von der Allianz ist nicht nur zuverlässig und preiswert, sondern auch mit ihrem großen Angebot an Zusatzbausteinen individuell erweiterbar. Mit Top-Service und Garantie auf die Reparatur bei allen Partnerwerkstätten fahrt ihr mit der Allianz immer gut. Lasst euch ganz individuell beraten und findet das passende Angebot für euch und eure Family. Schaut mal in die Shownotes vorbei und informiert euch unter allianz.de/kfz. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Hallo Freddy, herzlich willkommen bei den echten Papas. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, mega. Vielen Hallo Dank. Freddy. Du, bevor wir jetzt mit unserem Fragenfeuer loslegen, einmal ganz kurz. Also wir nehmen ja remote auf. Das heißt, Flo und ich sitzen in Hamburg, aber auch in getrennten, also nicht zusammen. Wo erwischen wir dich denn gerade? Ihr erwischt mich auch in Hamburg oder beziehungsweise am Speckgürtel von Hamburg in Rosengarten oben. Rosengarten unten. Naja, eigentlich gucke ich ja aus den Harburger Bergen von oben auf euch runter. Ah, verstehe. Genau. Okay, bevor wir jetzt hier
tief in die Geografie einsteigen. Meine Frage hatte ja einen tieferen Sinn. Und zwar bist du ja eigentlich, sage ich mal, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen unten, vor 4 Jahren mit deiner Familie und euren, also mit deiner Frau und euren 4 Kindern, damals 4 Kindern, ausgewandert. Ja. Ihr habt Deutschland verlassen. Was war der Grund? Der Grund war, dass, also ich sag mal, es gab mehrere Gründe, aber so der Hauptgrund war eigentlich, dass der erste von uns in die Schule gekommen ist, der älteste, Nino, und wir eine total schlimme Veränderung festgestellt haben und total erschrocken waren. Wir hatten so viel in dieses Kind investiert, ja, so viel Erziehung und gute Manieren, und auf einmal kam er von der Schule und war wie verändert. Oh, das hat uns erste Klasse. Erschrocken, ja, schon in der ersten Klasse. Das hat uns mega erschrocken, und das war so einer der Gründe, wo wir auch gesagt haben, boah, ey, lass uns mal noch ein bisschen mehr Familie bauen, dadurch, dass ja nun auch noch einige nachkommen. Und lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwo ins Ausland gehen, wo wir ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern verbringen können und die Kinder zu Hause unterrichten können. Also wie sehr kann eine erste Klasse ein Kind verändern? Hey, das glaubst du nicht. Extrem. Also es gibt so ein ganz extremes Beispiel, wie er nach Hause kam und sagte, hey, na du fort... Punkt, Punkt, Punkt. Wow. Genau, und da waren wir richtig so, meine Frau und ich haben beide die Augen aufgerissen, die Mundwinkel fielen runter, und wir waren beide völlig schockiert und dachten, das kann jetzt nicht wahr sein. Das hast du nicht gerade gesagt. Ja, und so gab es so einige Sachen, wo wir gedacht haben, oh Gott, ey, unser kleiner Junge, den wir noch bis gerade so in unserem Ärmchen getragen haben und dem wir so viel Gutes mitgegeben haben, da hat so eine schlimme Veränderung stattgefunden. Und ja, da waren wir wirklich so, okay, komm, lass uns mal zusehen, dass wir rauskommen. Dazu hatte er schon nach einem halben Jahr auch die Lust eigentlich am Lernen verloren, an der Schule verloren. Er ist sehr motiviert reingegangen, und dann hat er ziemlich schnell eigentlich gar nicht mehr so Lust drauf. Und da dachten wir, Mensch, ey, wir müssen irgendwie mal was machen. Okay. Und statt die Schule zu wechseln, wechselt ihr gleich das ganze Land mit allem, was dazugehört. Ihr habt euch für Österreich entschieden. Sind da die Schulen besser oder die, wie sagt man, Schulhöfe? Umgangsförmlicher? Ja, nein, also ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht genau, da wir es ja gar nicht wirklich ausgetestet haben, denn wir wollten einfach nur aus Deutschland raus, weil wir die Kinder zu Hause unterrichten wollten, und du hast ja nur in Deutschland eine Schulpflicht, ansonsten hast du ja zum Teil Bildungspflichten in einigen Ländern und so weiter, aber eine Schulpflicht, wie es sie hier gibt, die gibt es noch einmal, und zwar in Nordkorea, aber sonst gibt es sie eigentlich gar nicht. Oh. Okay, wir stehen auf einer Stufe mit Nordkorea, was die Schulpflicht auf jeden Fall angeht, und den daraus resultierenden Dingen, wenn du dein Kind halt wirklich nicht zur Schule schicken solltest, ne? Oh, wow. Mega spannend, aber genau, und Österreich war einfach passend, weil die Berge, die Nähe, ich liebe die Berge, und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach mal Österreich ausprobieren. Da sprechen auch alle Deutsch. Es ging natürlich auch, die Sprache war entscheidend, ne? Damit die Kinder auch weiterhin Deutsch sprechen können. Und dazu ist das ganz nett, denn von der Schule wird es auch immer angeboten. Es gibt dort ziemlich viele Leute, die dort Homeschooling machen. Und da wird es von der Schule aber angeboten, dass die Kinder trotzdem am Sportunterricht teilnehmen können. Das heißt, im Winter Skifahren gehen mit den Klassen beziehungsweise mit den ganzen anderen Kindern zusammen. Oder im Musikunterricht teilnehmen können und so weiter. Ne? Genau, und so haben wir dann gesagt, alles klar, dann lass uns mal runter nach Österreich. Okay, ihr seid dann in Kärnten gelandet, ich glaube auf relativ vereinsamt auf einer Berghütte, richtig? Ja. Und habt dann tatsächlich erstmal angefangen, euren ersten Sohn zu beschulen. Genau, richtig. Mhm. Wie lief das? Du hast ja nun schon gesagt, warum euch das so wichtig war, aber wir kennen ja jetzt alle Homeschooling so ein bisschen aus der Corona-Zeit, aber bei euch waren es ja noch andere Vorzeichen. Ja, also die Sache ist, natürlich gibt es dann einmal, wir werden ganz oft gefragt, oh Mensch, ey, wir haben in der Corona-Zeit, wir sind völlig zugrunde gegangen an der Homeschooling-Thematik, aber es ist wirklich, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist das, was du natürlich, wenn du es vorgegeben bekommst von der Schule und du musst mit den Kindern ein gewisses Lernmaterial durchgehen und musst versuchen, das wirklich in das Kind reinzudrücken. Und das andere ist, wenn du Homeschooling ziemlich frei machst. Das heißt, du gehst mit dem Kind in den Supermarkt, weil es muss Plus und Minus rechnen lernen, ja. Du
gehst an die Theke und holst diverse Sachen und sagst dem Kind, nimmst einen Zettel und einen Stift mit, hier, du rechnest jetzt plus immer, was das jeweils kostet. Und kommst am Ende an der Kasse an, dann kriegst du einen Kassenbon, das Kind kann nachgucken, ob es richtig lag. Oder Grammzahlen und Kilozahlen. Du nimmst eine Zwiebel, legst sie auf die Waage, dann sagst du, hier Schatz, das sind Gramm. Ja, und dann legst du eine Melone auf die Waage und sagst, das sind Kilo. Und dann hat das Kind innerhalb von kürzester Zeit einfach mal verstanden, was sind Gramm und was sind Kilo. Sonst hast du es halt auf dem Zettel aufgemalt und sollst halt verstehen, was der Unterschied zwischen Gramm und Kilo ist. Also du kannst es wirklich spielerisch machen und so im Alltag mit integrieren. Und dann macht es total viel Spaß, auch für beide Parteien, muss ich sagen. Ne? Aber ihr hattet gar keinen Lehrplan? Also ihr wart dann sozusagen nicht mehr ans deutsche Schul, an die deutsche Schulpflicht gebunden, sondern ihr wart ja komplett österreichisch, also oder? Mhm. Und genau. Die haben, wie läuft das da? Da muss man sich dann da bei einer Schule anmelden und die sagt dann, okay, entweder kommt ihr vor Ort oder ihr macht zu Hause und wir geben euch Materialien. Genau, die Materialien haben wir uns selber besorgt. Du musst dich bei der Schule melden. Dann ist es auch so, dass einmal im Jahr das Kind geprüft wird und man guckt auch, und das finde ich auch super und auch total wichtig, ob das Kind wirklich auch beschult worden ist, ob es auch wirklich was gelernt hat. Und dann haben wir natürlich nach Punkten geguckt, weil wir irgendwann gesagt haben, wir gehen bestimmt irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland. Also was sind die Punkte, die das Kind dann wissen muss, wenn es hier wieder eingeschult wird. Das heißt, wir haben uns schon so ein bisschen nach dem deutschen Lehrplan gerichtet, ne? Dass wir in der ersten Klasse schreiben lernen, dass wir ein bisschen mit den Zahlen umgehen können und Plus und Minus und so weiter machen können. Ja, danach haben wir uns gerichtet. Okay, aber das ist ja ein Vollzeitjob für dich und deine Frau gewesen wahrscheinlich, oder wer hat da den Lehrerinnenpart übernommen? Ja, meine Frau eher, aber dadurch, dass du diese 1:1-Beschulung hast, haben wir maximal 2 Tage in der Woche, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so wirklich am Schreibtisch gesessen und haben gelernt mit den Kindern oder haben Schule gemacht, und die restliche Zeit hat es einmal draußen stattgefunden. Ne? Mhm. Also erstmal war es ja sowieso nur dein Sohn, der tatsächlich offiziell schulpflichtig war. Wie alt waren damals die anderen drei? Lass mich mal eben überlegen. Die waren jeweils immer, die sind ja immer 1,5 Jahre auseinander, 1,5 bis 2 Jahre. Und so ging es nach unten hin. Der nächste, der aber sozusagen Vorschule hatte, der hat aber auch schon mitgemacht, weil er gesehen hat, wie sein großer Bruder es macht, und ist auch voll mit eingestiegen in der ersten Klasse sozusagen. Und der danach kommende, der fand es auch schon so spannend, dass er sich auch immer mal dazu gesetzt hat und hatte ziemlich schnell dann auch das Alphabet zum Beispiel schon drauf. Ne, die ziehen sich ja dann so einfach gegenseitig auch an, mit, ne? Ja. Also ihr hattet im Grunde 4 Kinder im Alter von 0, 2, 4 und 6, so Pi mal Daumen. Ja, so ungefähr. Das heißt, ein Baby war ja im Grunde noch dabei. Ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, schon Baby, ja, aber ich glaube, 1 war, ne? Mhm. Ja. Eigentlich ist das ja kein Homeschooling, das ist ja eher Hofschooling, oder? Ja, es ist echt, Alter. Ja, aber mega cool, wirklich. Und genau nochmal dazu zu sagen, es hört sich immer total schlimmer, man denkt so, oh, ihr habt nur 1 oder 2 Tage Schule gemacht. Man sieht es jetzt ja auch, wo wir dann irgendwann wieder zurückkamen, ne? Also Nino, der Älteste, der ist dann in die Realschule gekommen, um zu checken, wie fit er ist, ne? Und ich meine, der hat jetzt die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen. Also der hat wirklich nichts verpasst in der Zeit. Und wenn du diese 1:1-Geschichte hast, kannst du deinem Kind einfach unglaublich schnell, unglaublich viel auch mitgeben. Und du kannst ja auch Sachen hinten rüber purzeln lassen. Also der hatte mal irgendwann keine Lust auf gewisse Dinge. Dann haben wir gesagt, okay, gut, das ist eigentlich jetzt dran. Gut, dann machen wir mal was anderes und haben einfach eine Klasse später geguckt und da hat er sich was rausgesucht. Das fand er total spannend. Dann sind wir das Thema durchgegangen, haben es beendet und dann haben wir wieder bei dem Thema angefangen, was eigentlich vorher dran gewesen wäre. Und dann war er auf einmal bereit auch dafür und dann hat er das auch aufgenommen. Ne? Also Lernen kann halt einfach mega Spaß machen. Ne? Und ja, das hat er auch gemerkt und bis jetzt, der hat so einen Spaß am Lernen, der geht jetzt so easy in die Schule und nimmt die Sachen so spielerisch mit, das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Mhm. Und ja. Dir scheint es ja scheinbar auch Spaß gemacht zu haben, oder? Ja. Also viele waren ja tatsächlich, die gezwungen wurden, in der Pandemie Lehrer zu sein, fanden das jetzt nicht so prickelnd. Aber wenn ich dich jetzt höre, hätte ja genauso gut auch dein Erstberufswunsch sein können, Lehrer. Ja, ich habe ja eher Sport und Handwerken gemacht, ne? Meine Frau Mathematik, Deutsch und Co. nee, also meine Frau hat schon wirklich viel viel so am Schreibtisch mit den Kids gemacht, ne? Und ich habe halt auch viel so diesen ganzen Biologiekram und so weiter gemacht. Wir haben Feuersalamander gefunden im Garten, dann haben wir das Ding natürlich genommen und in eine große Schale gepackt und dann haben wir ein paar Tage mit diesem Feuersalamander den abgemalt und geguckt und solche Sachen, ne? Dann haben wir Zäune gezogen, wir haben Hühnerstall gebaut, wir haben eine Sauna gebaut, also wir haben echt wirklich viel Werken und solche Sachen auch gemacht mit den Kids. Und ja,
Also das hat schon echt Spaß gemacht. Ich glaube, der Spaß ist auch so intensiv. Natürlich in dem Moment ist es auch zum Teil anstrengend. Klar, gibt es auch solche Momente. Aber gerade wenn du siehst, was daraus resultiert jetzt und dann zurückblickst, dann bist du wirklich total euphorisch, weil es einfach, toll war, ne? Hast du mal überlegt, weiß ich nicht, so in die Politik zu gehen und vielleicht das Schulsystem zu reformieren oder sowas? Ich meine, das wäre jetzt N gleich 1, aber wer weiß. Also ich meine, du hast ja das Nützliche mit dem Lehrreichen verbunden. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, da muss wirklich was passieren bei unserem Schulsystem, ne? Aber ich glaube, das sehen auch fast alle so. Aber ich glaube, da beißt man sich die Zähne dran aus oder ich würde es tun. Ja. Ja, weil die Interessen so unterschiedlich gelagert sind. Ne? Mal abgesehen vom Schulsystem und vom Homeschooling. Ja. Ihr war da ja, haben wir schon erwähnt, ziemlich einsam auf einer Berghütte in Österreich. Wie war denn das, wie hat denn das euer Familienleben beeinflusst? Wenn, also vielleicht sagst du auch nochmal, wie ihr da genau gelebt habt, aber wenn du sagst einsam, stelle ich mir auch so vor, dass man da wenig Außenkontakte hat und vielleicht als Familie auch ziemlich sich auf den Wecker geht vielleicht? Nee, eigentlich witzigerweise ganz im Gegenteil. Wir haben es sehr genossen, mal für uns zu sein, mehr oder weniger. Denn am Ende war es so, dass wir doch unglaublich viel Besuch bekommen haben. Dadurch, dass wir hatten auch noch, ich habe dort oben zwei Häuser angemietet. In dem einen haben wir gewohnt und das andere haben wir als Ferienhaus genutzt für Freunde und haben es irgendwann auch als Airbnb vermietet. Genau, und dementsprechend waren halt, ich habe eine ziemlich große Familie, die auch ständig da war oder irgendjemand war eigentlich immer da. Und dementsprechend waren wir gar nicht so alleine, muss ich sagen. Und dazu kam es, dass die Kinder ja immer ins Dorf runter sind. Das heißt, wir sind dann 10 Minuten mit dem Auto, die Serpentinen runtergefahren oder 12 Minuten. Dann waren wir unten im Dorf und dann sind die Kinder dort zum Skilift gegangen. Da haben wir sie abgesetzt. Der Liftwart hatte die Telefonnummern von uns allen. Und dann haben die Kinder sie den ganzen Tag Ski gefahren. Also die haben auch ihre Kontakte dort gehabt oder im Schwimmbad, ne? Dass wir da halt hin sind. Und aber im Großen und Ganzen, natürlich haben die, auch gerade die beiden Großen, haben sehr viel aufeinander gehockt, aber haben auch unglaublich viel zusammen gemacht, dadurch, dass sie da alle Möglichkeiten hatten. Wir waren mitten in der Natur, wir hatten die riesigen Hirsche bei uns im Garten stehen nachts, ja, und dadurch haben die auch so viel gemeinsam gemacht. Die haben Höhlen gebaut, die haben mit Stöckern gesammelt. Es ist ja immer wieder Wahnsinn zu sehen, was Kinder so in der Natur machen, also wie die spielen, ne? Die brauchen eigentlich nichts. Also die hatten jeder irgendwie ein Taschenmesser und haben alles Mögliche geschnitzt und gebaut und sich da riesige Höhlen gebaut. Es war einfach traumhaft zu sehen, ne? Und dementsprechend war es gar nicht so, es war jetzt nicht wirklich einsam in dem Sinne, ne? Ich glaube, die meisten Väter und Mütter kriegen jetzt eine Panikattacke, wenn sie daran denken, dass man einem 4- und einem 6-Jährigen ein Schnitzmesser in die Hand gibt. Es gibt so schöne Kinderschnitzmesser, ne? Ich weiß gar nicht die Marke, aber ja, mit denen kann wirklich nicht viel passieren. Und wenn man die von früh an daran führt, wie das funktioniert, dann geht das gut. Aber ich bin ja gelernter Koch und meine Kinder sind auch schon früh immer in der Küche mit dem Messer mit dabei. Und die schneiden sich dann meistens das erste Mal auch so ein bisschen in den Finger. Aber meistens bleibt es dabei. Also ich glaube, meine Kids haben sich schon Ewigkeiten nicht mehr geschnitten und stehen eigentlich auch immer mittags mit am Küchentisch. Und wenn sie die Gurken runterschneiden oder auch die Tomaten schneiden, also die sind da alle mit dabei. Die haben früh gelernt, mit dem Messer umzugehen. Als du gerade meintest, du bist Koch, habe ich gedacht, du gibst ihnen den Kettenhandschuh zum Aufmachen von Austern. Da kann sich keiner dran schneiden oder so. Aber das klingt ja alles nach einer fantastischen Kindheit, würde ich meinen. Ne? Also Heidi meets, keine Ahnung. Aber wie kommt es denn, also wie nah liegt denn Österreich neben Uganda? Ja. Du weißt, also, ne, meine Frage natürlich, klar, du weißt, wohin das zielt. Für unsere Hörerin wäre sozusagen, ihr seid von Österreich weitergezogen nach Griechenland oder über Griechenland nach Uganda. Müsste man geografisch mal überlegen, wie da der Weg eigentlich so abläuft. Und ihr habt dort oder um dort sozusagen in einem Kinderheim zu arbeiten. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Der Rest kommt, glaube ich, von dir. Ja, nach einem Jahr Österreich war das schön und gut. Und wir dachten, ja, jetzt sind wir schon auf der Reise. Und also lass uns mal
gucken, was wir noch so erleben können. Denn die Kinder werden ja auch älter und uns war es klar, irgendwann müssen wir uns auf jeden Fall festsetzen, auch wo wir bleiben wollen. Ne? Gehen wir wieder zurück nach Deutschland irgendwann oder vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas anderes, was uns total gut gefällt, wo wir bleiben wollen. Aber sobald die Kinder über 10 sind, glaube ich, brauchen sie dann auch eine feste Base, ne, wo sie dann ihren Freundeskreis aufbauen und so weiter und so fort. Naja, dementsprechend haben wir gesagt, komm, also warum wollen wir nicht weiterziehen? Und im Familienkreis haben wir eine Pastorin und die ist befreundet mit dieser Betreiberin dieses Kinderheims. Ja, da gehören fast 15.000 Waisenkinder dazu, so mitten in Uganda. Ja, und dann haben wir gesagt, ey, wir, also meine Frau und ich kommen beide aus dem Stadtteil in Hamburg, der ein Problemviertel ist, und haben beide ziemlich viel Mist erlebt und sind eigentlich so aus dem Nichts, haben wir es irgendwie geschafft, uns da rauszukommen und auch einigermaßen, was heißt erfolgreich zu werden, also finanziell erfolgreich zu werden. Und dementsprechend haben wir gesagt, komm, wir wollen auch mal was zurückgeben, ja, von dem, was wir jetzt erlebt haben, weil wir wissen, wie es ist. Und dann lass uns doch mal nach Uganda in dieses Kinderheim gehen. Und ich als Koch kann ja wahrscheinlich auch ein bisschen mithelfen und kann da die Küchen neu machen. Und auf diesem Weg, meine Mutter war in Griechenland zu der Zeit, habe ich gesagt, komm, dann lass uns aber in Griechenland vorbei und da nochmal ein bisschen Sonne tanken, bevor wir dann in die Tropen gehen. Und genau, und sind dann nach Griechenland und haben vorher uns wirklich komplett so verkleinert, habe gesagt, okay, wenn wir jetzt weiterreisen, dann wirklich jeder mit einem Koffer. Und jeder hatte einen Ziehkoffer. Wir haben alles weitere verkauft, was wir noch hatten. Haben gesagt, so, wir, wenn wir irgendwann mal wieder starten, dann starten wir komplett neu. Naja, dann hatte jeder seinen Koffer, dann sind wir nach Griechenland, haben da auch eine schöne Zeit gehabt. Und dann gab es nur das kleine Problem, dass ich dann einen Wespenstich bekommen hatte. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, war jetzt aber noch nicht gar nicht so dramatisch. Dann bin ich schnorcheln gegangen und bin mit dem Fuß, wo die Wespe mich gestochen hat, an so einem Riff kurz irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Und dabei habe ich über eine Alge, ja, die dort war, ein Bakterium in diese Wunde reinbekommen. Oh, wow. Genau, daraufhin hat sich's entzündet so ein bisschen. Ich habe Fieber bekommen und dann sah ich irgendwie, dass so eine blaue Linie immer weiter mein Bein hoch lief. Blutvergiftung. Sowas in die Richtung, genau. Und dann endete das Ganze im Krankenhaus und ich bin einmal dem Tod kurz von der Schippe gesprungen. Denn man konnte nicht, man wusste nicht genau, was es ist. Die Medikamente hatten nicht geholfen. Und ich hatte irgendwann einen ziemlichen Tunnelblick auch gehabt und bin ziemlich zugepumpt worden mit allem Möglichen. Und man hat mich auch sehr schwer verstanden. Dazu habe ich ein Problem mit Paracetamol und wurde da erstmal vollgepumpt mit Paracetamol und so weiter. Also es war wirklich schlimm. Und ja, eigentlich habe ich so einmal kurz den Ende des Tunnels gesehen und habe mich dann aber aus dem Bett gestürzt und habe gesagt, nee, eigentlich will ich hier noch nicht enden. Und ja, habe das Ganze dann am Ende auch überlebt. Das war eine sehr heftige Zeit, natürlich auch für meine Frau, die nämlich da schon wieder schwanger war, mit Kind Nummer 5 und in Griechenland stand mit 4 Kindern, einem im Bauch auf dem Weg nach Afrika und nur noch ein paar Koffern und ihrem Mann im Krankenhaus, der gerade eigentlich dabei ist zu sterben. Ne? Das war eine richtig heftige Zeit. Naja, aus dem Krankenhaus raus, dann ziemlich schnell wieder auch fit geworden und dann sind wir, wie gesagt, nach Uganda. Genau, in dieses Kinderheim und haben in einem der Kinderhäuser mittig in diesem Kinderheim dann auch gewohnt und ja, dann da so ein bisschen mitgeholfen. Und ja. Da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu diesem Punkt. Also, habt ihr schon die Filmrechte unterschrieben dafür? Also wird irgendwann da ein Film drüber gedreht? Also das klingt ja wahnsinnig spannend. Cool. Und ich meine, da kommt ja noch ein bisschen was, ne? Also unsere Podcast-Folge ist noch nicht vorbei. Genau, also erstmal machen wir diesen Podcast und vielleicht dann auf Basis dieses Podcasts kann man ja dann vielleicht eine Serie, muss man wahrscheinlich draus machen, irgendwie mindestens 10-teilig. Ja, Klicks. Also, wir sind in Uganda, jedenfalls vom Kopf her. Und die Vorstellung, die ihr damals über die Arbeit im Kinderheim hattet, hat sich ja leider nicht so richtig gedeckt mit der Realität. Ne? Wo war das Problem da? Was lief da nicht so, wie ihr das gedacht hattet? Also es gibt so mehrere Probleme. Es gibt einmal so dieses Problem, es gibt halt Hilfe, die verletzt, habe ich sie genannt. Und das ist, als wir auch ein bisschen weiter raus auf die Dörfer gefahren sind, waren es auch so zum Teil die Dorfältesten, die gar nichts mit uns zu tun haben wollten. Wenn man mit denen mal ins Gespräch gekommen ist, hat sich schnell herausgestellt, sie waren total dankbar dafür, wenn man ihnen Brunnen gebaut hat, ja, und sie nicht mehr diese weiten Wege zum Wasser hatten. Aber mit der Industrialisierung und allem,
den ganzen Medien, alles, was wir gebracht haben, haben wir nur Probleme gebracht, denn wir haben die Familien dort auseinander gerissen dadurch. Denn gerade die Jüngeren haben dadurch auf einmal ganz andere Ansprüche gestellt. Sie wollten natürlich auf einmal in die große Stadt, sie wollten ein Motorrad haben, irgendwann ein Handy haben, sie wollten einen Fernseher haben. Sie hatten das Gefühl bekommen, dass diese Sachen wichtig auch für ihre Familie wären und dass sie jetzt gehen müssen. Damit haben sie diese Familien auseinandergerissen und die Älteren sind aber zurückgeblieben, konnten sich irgendwann nicht mehr selber versorgen, so wirklich. Und eigentlich waren sie doch grundsätzlich glücklich früher. Sie hatten ihre Hühner, sie hatten ein, zwei Ziegen und sie sind um die Runden gekommen. Auch gerade in diesen Bergdörfern oder weiter abseits. Und dadurch, dass dann aber die Jugend weg ist, konnten sich irgendwann nicht mehr selber versorgen und sind alle naslang auch verhungert dann einfach, ne? Genau. Das war so einmal diese Hilfe, die so ein bisschen verletzt dazu kommt, dass in Uganda, wenn wir da hingekommen sind und haben dann irgendwie den Kindern Süßigkeiten mitgebracht, ne? Man denkt, cool, oh ja, wir bringen den Kindern ein paar Süßigkeiten mit, so. Dann ist es erstmal so, dass Geschenke für die Kinder geben eigentlich nur die Väter den Kindern. Also die bekommen die Geschenke eigentlich nur von den Vätern. Jetzt kommen da andere Leute her und schenken den Kindern was, was nicht vom Vater kommt. Das ist natürlich ein großes Problem dann in so einer Kultur. Dazu denkt man natürlich gar nicht darüber nach, dass sie natürlich mega Karies bekommen, wenn die so viel Zucker essen. Ja, und da die Süßigkeiten weglutschen. Und wer macht denn die Karies weg? Die haben ja keinen Arzt da. Und. Also es sind so viele Probleme, die wir dann oft auch so mit uns gebracht haben, mit unserer Brille, die wir auch so aufhaben, ne? Wo wir denken, ey, damit helfen wir denen. Aber was das alles so mit sich bringt, dadurch, dass es auch eine ganz andere Kultur ist, da denkt man oft gar nicht so wirklich drüber nach, ne? Okay, aber das war jetzt kein Problem, was ihr persönlich mitgebracht habt, sondern ja eher ein strukturelles Problem, Entschuldigung. Ja. Ne? Also jeder andere, der auf diese Art und Weise geholfen hat, weil man halt scheinbar dort so hilft, dem wäre es ja genauso ergangen. Ja, auf jeden Fall. Nee, das war aber so grundsätzlich diese Hilfe, die so ein bisschen verletzt, wie ich sie ja so genannt habe. Und dann, so als Deutscher ist man ja einfach so, man ist so strukturiert, ja, ehrgeizig, man will wirklich so schnell wie möglich so viele Sachen verändern, wie es geht, ja, und hat ja auch 1000 tolle Ideen, wie man alles leichter und besser machen kann. Aber ja, die haben ja auch eine ganz andere Arbeitsmoral. So, ich meine, das ist in jedem Land so, ne? Die setzen den Fokus auf ganz andere Sachen und sie gehen das Ganze viel lässiger und entspannter an. Ich habe das witzigerweise schon mal erlebt, als ich damals in Australien war, wo ich auch gedacht habe, so, okay, irgendwie, es funktioniert hier ja alles. Die machen das alle viel langsamer und viel entspannter. Es funktioniert aber doch irgendwie ganz gut, ne? Und ich immer mit meinem schnell und hier und da und alles. Wir müssen so viel wie möglich heute hier in den Tag reinballern. Stand mir eigentlich öfter selber im Weg, so. Aber genau, auch das haben wir da wirklich gemerkt, dass wir da auch gar nicht so viel Veränderung schaffen können. Die Leute wollen dir immer gefallen und sind auch total happy, wenn du da bist. Aber sobald du weg bist, verfallen sie immer sehr schnell wieder in die alten Muster und machen das gar nicht weiter, was du da gebracht hast, ne? Weil sie auch gar nicht so diesen Mehrwert eigentlich da drin sehen. Ja. Also das mit Australien fühle ich sehr. Ich habe damals auch eine Zeit lang da gelebt und gearbeitet und ich war doch sehr deutsch. Ja. Bei der Kultur des Laidback und sehr chillig in den Alltag leben. Genau. Jetzt hat deine Frau euer fünftes Kind in Uganda geboren. Also ich habe einen und war schon bei ihm quasi schon extrem angstgelähmt, so was alles passieren könnte. Und wir ne, sind in Deutschland, kennst das UKE, das war sozusagen unsere Geburtsstätte. Wie geht man denn in Uganda mit Geburten um? Wie funktioniert das da? Also ich meine, es ist ja anders als in Deutschland, klar. Aber erzähl mal, gib mal einen Einblick gerne, weil ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Also ja, ich war auch unglaublich sicherheitsbedürftig hier in Deutschland, gerade bei den ersten Kindern. Meine Frau war schon immer so ein bisschen, Mensch, wollen wir nicht mal ein Geburtshaus ausprobieren und so. Und ich habe immer gesagt, nee, auf keinen Fall. Wir gehen definitiv ins Krankenhaus. Ich habe mich dann, muss ich sagen, so ein bisschen entspannt. So gerade nach dem vierten Kind war ich schon viel entspannter, obwohl auch immer irgendwie so ein paar Problemchen mal aufgetreten sind bei den Geburten. Aber es gab dann diesen Schlüsselmoment und ja, das ist ziemlich witzig eigentlich. Ich habe in Österreich ja dann auch Schafe gehabt und das eine Schaf hat gelammt. Und es guckte nur ein Vorderlauf raus. Und
Dann habe ich einen Freund von mir angerufen, der ist Landwirt, und habe gesagt, du, da guckt nur ein Vorderlauf raus und kriegt dieses Baby da nicht raus. Was mache ich denn jetzt? Da sagt er, schiebst du wieder rein, dann gehst du mit dem Arm komplett in den Bauch rein, dann nimmst du die beiden Vorderläufe, ziehst sie nach oben, fährst das Kleine an der Schnauze und dann ziehst du es langsam raus. Und ich so, Gottes Willen. Ja, ansonsten stirbt das jetzt. Und ich sage, okay, alles klar, also aufgelegt, Handy weggeschmissen, meine Frau vorne an der Schaf ran, die nur geblökt vorne, ich also wieder das Kleine reingeschoben, ja, dann mit dem Arm rein, ich war also wirklich hier bis zum Anschlag in diesem Schaf drin, ganz vorsichtig, hab dann die Vorderläufe genommen und hab's dann rausgezogen, wir haben dieses Kind, dieses Baby geboren sozusagen, oder ich hab's dann mit zur Welt gebracht, dann angelegt irgendwie, dann hat sie am Anfang nicht angenommen, weil es so eine schlechte Geschichte war für sie und so, aber hat am Ende alles funktioniert. Und nach dieser Sache habe ich gesagt, so Schatz, jetzt bin ich bereit. Jetzt bist du Geburtshelfer, jetzt kannst du. Ich bin Doula, ich kann das. Also ist überhaupt kein Problem, ich krieg das jetzt gebacken. Und da war sie ganz glücklich, und als wir in Afrika waren, wir waren so relaxed, und meine Frau hat gesagt, du, ich würde es hier zu Hause auch bekommen. Ich habe gesagt, super, ich besorge einen Geburtspool, bin dann ins nächstgelegene Dorf anderthalb Stunden gefahren und habe dann wirklich in einem Supermarkt ganz hinten in der Ecke so einen kleinen Pool, was heißt Pool, so ein Babypool, so, weißt du, hier kriegst du so 30 Zentimeter Wasser rein, also eine Wassergeburt wurde es dadurch nicht, aber sie konnte sich dadurch ein bisschen abkühlen. Und das haben wir dann in die Dusche gestellt, und ja. Als es dann losging, hat meine Frau noch Homeschooling gemacht, hat mit den Kindern noch unterrichtet, aber schon breitbeinig und zwischendurch mal tief durchgeatmet. Dann sind die Kinder ein bisschen spielen gegangen, dann hat sie sich irgendwann in das Wasser reingesetzt, dann haben wir ein bisschen Musik angemacht, und es war wirklich mega entspannt. Wir waren total entspannt. Ja, und dann sind die Kinder immer mal vom Spielplatz wieder reingekommen, haben ihrer Mutter auf die Schulter geklopft und sie ganz lieb gestreichelt, haben gesagt, hey, das machst du so toll, Mama, und so. Und dann hat sie da ihre Wehen weggeatmet, und dann kam irgendwann unser Harvey raus. Ja. Und dann, spannend, finde ich geil, finde ich dieses Zitat. Und dann hat sie ihre Wehen weggeatmet. Ja, super, ne? Ey, und dann kam er raus, und alle waren happy, die Kinder kamen rein, haben sich total gefreut. Zwei von den Kindern waren etwas enttäuscht, dass der Lütte nicht schwarz ist, weil wir ja in Afrika waren und alle Menschen ja in Afrika schwarz sind. Also dementsprechend hätte er ja nun auch schwarz sein müssen. Und ja, da war die Enttäuschung ein bisschen groß, aber ich glaube auch, das konnten wir dann klären. Ja, und dann hast du so ein Set, das kriegst du auch überall an jeder Straßenecke, ein Geburtsset. Da ist dann so eine kleine Plane drin, da ist dann ein Skalpell drin, dann ist da so ein kleines Seil drin, und ja, damit konnten wir dann die Nabelschnur durchschneiden, verbinden, abbinden, und ja, dann war Harvey geboren. Unglaublich. Also kein Arzt, keine Hebamme, keine Doula, nur ein Planschbecken und ein Skalpell. Ja. Finde ich bewundernswert. Genau. Also ich meine, dass wenn Harvey dann mal groß ist und diese Geschichte erzählt über seine Geburt, das ist, ja, der ist der Hit auf jeder Party. Ja, voll, auf jeden Fall. Und dazu hat er ja halt auch die Geburtsurkunde aus Uganda. Ne? Ja, das meine, auch noch. Ja, er hat auch, stimmt, die Möglichkeit, sich die Staatsbürgerschaft zu holen. Das soll er selber entscheiden, wenn er alt genug ist. Aber ja, er ist in Mukono geboren. Das ist auf jeden Fall die nächstgrößte Dorf sozusagen. Mhm. Okay, gut. Wahnsinn. Freddy, es weiter geht die Reise bei uns. Also, weil tatsächlich, ich glaube, ihr wart insgesamt nur 3 Monate in Uganda, richtig? Genau, unser Visum ist ausgelaufen, Harvey war geboren, und wir saßen ein paar Tage später im Flieger mit dem Neugeborenen und sind wieder zurückgeflogen. Mein Bruder hat geheiratet, und ja, wir sind sogar pünktlich noch gekommen. Also wär er nicht dann geboren, dann hätten wir es verpasst, seine Hochzeit. Mhm. Also aber ihr seid ja nicht nur für die Hochzeit nach Deutschland, also weil ihr habt eure Zelte ja in Uganda ganz abgebrochen. Wir haben dann ganz abgebrochen, genau, richtig. Und mit einer kleinen Stippvisite in Buxtehude, glaube ich, seid ihr dann in Dänemark gelandet. Ja. Wir hecheln hier echt durch die Welt. Das liegt doch alles nebeneinander. Ja, genau. Weg, ne? Aber auch Dänemark hat sich nicht als euer Traumland herausgestellt. Nee. Erzähl kurz, wenn es ja, kurz geht. Wir wollten unbedingt nochmal am Wasser wohnen. Und haben dann gedacht, ja, wir haben nur auf Zeit gewohnt bei uns in Buxtehude. Als wir aus Uganda wiederkamen, konnten wir kurzfristig da rein und in das Haus. Und das war auch nur auf 1 Jahr befristet. Und dann haben wir gesagt, super, dann machen wir das erstmal und gucken dann, überlegen uns, was wir weitermachen wollen. Und dann waren wir in einem
Dänemark-Urlaub und haben gesagt, Mensch, eigentlich ist es total schön hier, wollen wir das uns nicht auch nochmal angucken? Haben dann in diesem Dänemark-Urlaub direkt eine Hausbesichtigung gemacht und die Mieten sind ja echt günstig in Dänemark und haben halt so ein riesiges, also was haben wir, 350 Quadratmeter Wohnfläche gehabt, ohne den Wintergarten, der nochmal 100 Quadratmeter so ungefähr hatte. Und dann haben wir uns das Haus angeguckt, der Vermieter total nett, hat gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr hier rein. Also haben wir gesagt, super, dann Sachen packen und hoch da, ne? Ja, LKW genommen und hoch. Und dann haben wir da oben an der See gewohnt, auch auf dem Land wieder. Und ja, das war auch eigentlich ganz schön. Nur nachdem wir 4 Wochen da waren, bemerkte meine Frau, dass sie ja wieder schwanger ist. Mit dem 6. halt, ne? Und ja, da, es war auch so, dass wir dort nicht so gut angenommen worden sind. Also die Deutschen zum Urlaub in Dänemark, cool, aber wenn du da hinziehst aufs Dorf, viele Türen wurden uns nicht geöffnet, sagen wir mal so. Und ja, dadurch war das sehr einsam, denn eigentlich bin ich so ein Typ auch in Österreich. Ich bin erstmal diese Serpentinen mit der ganzen Familie runtergelaufen, habe überall angeklopft, habe gesagt, hallo, moin, wir sind Familie Grun aus Hamburg und wir wohnen jetzt hier oben, wir sind eure neuen Nachbarn. Ich finde es immer toll, sich zu connecten, sich vorzustellen und dann auch ein Teil des Ganzen zu werden. In Dänemark hat das nicht so gut funktioniert. Naja, dazu wurde meine Frau, oder war sie halt schwanger und wollte das Kind auf jeden Fall auch in Deutschland bekommen. Also haben wir gesagt, hey, wir haben zwar ein Riesenhaus, es ist total schön, aber es ist halt auch ziemlich einsam eigentlich hier. Und die Familie ist in Hamburg. Also, was wollen wir machen? Wir gehen jetzt zurück nach Hamburg. Die Kinder sind jetzt so alt, dass wir jetzt auch eine Entscheidung treffen müssen. Und wir wollten unbedingt zurück nach Rosengarten, denn da sind wir damals aufgebrochen. Und jetzt wohnen wir auch wieder ein paar Straßen weiter zu dem Ort, wo wir damals aufgebrochen sind und sind wieder zurückgegangen hierher, ne? Ja. Genau. Und haben dann noch eine Hausgeburt gehabt mit unserem wundervollen Nael, der dann hier zur Welt gekommen ist. Und das war auch eine genauso schöne Geburt wie die von Kind Nummer 5 in Uganda. Nur eigentlich sogar noch ein bisschen schöner, weil es halt ein bisschen gemütlicher hier war als in der gefliesten Dusche. Ich bin übernächstes Wochenende auch in Rosengarten. Ja? Freunde von uns heiraten in dem, ist das ein Gutshof? Nein, ein da ist ein Hof, wo man heiraten kann. Gibt's einige hier, den Markenshof meinst du vielleicht? Ja, das kann sein. Egal, das war jetzt völlig, aber Rosengarten, weil ich finde den Namen ja so schön als Ort. Ja. Ne? Also ich wohne in Rosengarten. Ja. Großartig. Ehrlich, ne? So, jetzt habt ihr euer 6. Kind. Ich nehme mal an, einer von euch beiden hat immer schon den Traum einer Großfamilie geträumt. Oder? Ja, ich glaube, das war eher so ein bisschen meine Frau, die gesagt hat, sie möchte schon ganz gerne ein paar mehr Kinder haben. Ich war so mit Anfang 20, gerade Australienzeit und so, war ich immer so auf gar keinen Fall Kinder. Ich habe noch drei Brüder, die ich großgezogen habe, denen ich noch die Windeln auch gemacht habe. Und da war ich echt bekehrt nach der Geschichte und habe gesagt, nee, also ich und Kinder, vergiss es. Ich habe ja schon da drei Jungs so halbwegs mit großgezogen. Aber mit dieser wundervollen Frau, die ich halt auch schon aus Schulzeiten noch kenne, war es dann ziemlich klar, dass wir viele Kinder haben werden. Ja. Ein paar ist ja Definitionssache, ne? Ja. Ist denn die Familienplanung abgeschlossen? Darf man das fragen? Ja, darfst du fragen. Ist abgeschlossen, genau. Ich habe eine Vasektomie jetzt hinter mir, habe gesagt, so Ende Gelände, aus die Maus. der liebe Gott hat eine Woche mit 7 Tagen gemacht und hat am 7. Tag auch geruht. Also wenn ich mal irgendwann alt bin, ja, dann können 6 Tage in der Woche jeden Tag einer den Opa bekommen, besuchen können gehen und einen Tag habe ich dann frei. Also passt das soweit. Eigentlich wollten wir mal 7 haben und wir hatten auch mal überlegt zu adoptieren. Das ist auch noch nicht ganz aus dem Raum und vielleicht werden es irgendwann auch mal 7 mit einer Adoption, genau. Aber dann hast du ja keinen Tag frei mehr. Ja, verzichte ich dann später drauf. Wenn ein Kind was Gutes tun kann, dann kann ich das gerne. Ja. Freddy, wenn man eure Geschichte jetzt so gehört hat, hat man das Gefühl, dass ihr immer noch auf dem Sprung seid, so ein bisschen, oder? Also, welches Land steht als nächstes auf eurer Liste? Oder, ich meine, jetzt hast du ja gesagt, ihr wolltet erstmal die 6. Geburt in Deutschland machen. Kinder sind jetzt auch in dem Alter, wo sie sich so ein bisschen setteln sollen. Ist das Thema jetzt komplett durch für euch oder habt ihr noch ein Traumziel, wo ihr vielleicht nicht sagt, da müssen wir morgen hin, aber vielleicht irgendwie längerfristig? Ja, also wir würden schon ganz gerne nochmal wieder nach Australien, das ist ganz klar.
Die Kinder haben Bock auf Asien, Thailand und so. Aber es werden alles Urlaubsgeschichten. Und wenn wir alt sind, dann denke ich, Österreich ist so mein Traumland, ne? Also ich liebe einfach die Berge, Skifahren, Jahreszeiten, Mountainbiken, Wandern gehen, die Ruhe, kaltes Wasser, Natur, wow. Also ich denke, das ist so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ich denke, da findet ihr mich und meine Frau dann. Aber das finde ich gerade, kannst du doch auch in den Harburger Bergen machen. Da hast du so viele Radfahrer, die irgendwie ständig hier über den Weg fahren. Also ich fast irgendwie am Haus fahren. Ey, das ist so krass. Ja. Wir haben jetzt ja schon hin und wieder, hast du mal erzählt, so ein bisschen von deinem Job. Jetzt haben wir aber nicht großartig über deinen Job gesprochen. Also du bist sozusagen gelernter Koch. Genau, ich bin gelernter Koch und habe eine kleine Agentur für Produktentwicklung lange Zeit gehabt, die ich jetzt an den Nagel gehängt habe. Denn gerade in dieser Ukraine-Zeit, als der Krieg anfing und so weiter, war der Lebensmitteleinzelhandel ziemlich brachliegend und dementsprechend haben wir da kurzfristig die Reißleine gezogen. Genau. Dann habe ich immer Groß-Events und Veranstaltungen so im Premium-Bereich gemacht, also Event-Caterer. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen vor einem Jahr, der hatte mich darauf angesprochen, angefangen, einen Online-Kurs für werdende Väter zu machen, einen Geburtsvorbereitungskurs für werdende Eltern. Genau. Danke, das war das Stichwort, darauf wollte ich nicht hinaus. Ja, genau. Und er kam auf mich zu, weil er dachte, hey, wenn einer was erzählen kann über Kinder, ja, über das Kinderkriegen, über das erste Trimester, zweite Trimester, dritte Trimester, Geburt, Wochenbett und so weiter. Geburt in Uganda. Dann bestimmt Frederik, ne? Und hat er auch recht. Hat er voll recht gehabt, genau. Und er ist super an der Kamera, Piers, mein Partner. Und ich habe einfach mal runter erzählt, worauf es ankommt. Denn mir oder uns ist einfach aufgefallen, dass die meisten Väter noch viel zu wenig vorbereitet sind, ne? Und dieses Projekt Kind oder Projekt Baby eigentlich für beide von der ersten Woche oder von dem Moment schon startet, wo die Frau merkt, dass sie schwanger ist. Und da gehören einfach zwei zur Zeugung und auch zwei eigentlich dazu, das Ganze bis zur Geburt zu bringen oder zum Wochenbett oder natürlich auch später, ne? Genau, aber da wollten wir einfach mal mehr Input schaffen, weil wir gemerkt haben, diese Geburtsvorbereitungskurse sind alle abgezielt nur auf die Frauen, was ja auch grundsätzlich gut ist, aber wir Männer müssen auch viel besser vorbereitet sein, ne? Wir müssen wissen und verstehen, was da einfach passiert bei der Frau, weil du lernst eine Frau kennen, du hast eine Frau geheiratet oder was auch immer und dann auf einmal verändert sie sich extrem durch Hormone, durch alles Mögliche, innen wie außen und du erkennst sie kaum wieder und weißt gar nicht, was los ist, ne? Und ich glaube, da ist es wichtig, so ein bisschen Männer drauf vorzubereiten, ne? Wie, also gut, du hast jetzt schon mal angeschnitten, was für Väter ja wichtig ist, das schreibe ich. Aber wenn man mal jetzt den klassischen Geburtsvorbereitungskurs nimmt, worin unterscheidet euer sich von dem klassischen? Also gibt es dann nochmal väterrelevante Überlegungen, Impulse, die vielleicht so bisher noch nicht in Vorbereitungszeiten gedacht wurden? Ja, also wir klären über das gesamte, den ganzen gesamten Prozess einfach auf. Ne? Es sind nachher 4,5 Stunden Videomaterial, die wir haben. Und wir klären darüber auf, überhaupt was passiert. Also wir haben eine tolle Hebamme mit dabei und eine ehemalige Chefgynäkologin aus einem großen Hamburger Krankenhaus, die auch mit dabei ist. Und auch die erklären ganz viel darüber, was einfach wirklich passiert. Ne? Hormonell passiert, was passiert unter der Geburt. Wir gehen auf ein paar Sachen ein, wie Screenings, was ist ein Screening und so. Ja, wir zeigen, wie wickelt man ein Baby? Wie packst du als Papa deine eigene Tasche fürs Krankenhaus? Denn es ist auch wichtig, dass du dir ein paar gemütliche Sachen mit einpackst, denn sowas kann einfach auch lange dauern und dass du den kleinen Snack mit dabei hast und so weiter. Also wir geben da so ein paar Tipps für die Daddys, aber auch wie sie ihre Frau einfach super unterstützen können. Und da kommen wir weit über den klassischen Geburtsvorbereitungskurs, der an zwei Nachmittagen jeweils irgendwie 2 Stunden geht, kommen wir weit drüber, ne? Also das ist viel, viel mehr Input auf jeden Fall. Und ist so ein bisschen auch so, ich sag immer so Netflix-artig, also die meisten Paare, die das gucken, gucken es auch zusammen. Oder der Mann bekommt es und
Nachher gucken sie es zusammen und bingen es richtig. Also die sind wirklich so, komm, wollen wir heute Abend noch eine Folge gucken? Ja, lass uns mal noch eine Folge gucken und so, weil es für beide mega interessant ist und beide einfach mega viel lernen, weil wir das Thema wirklich intensiv beleuchten. Ja. Wahrscheinlich, habt ihr gute Cliffhanger. Ja. ist sehr wichtig für Netflix, ne? Also warum binge-watchen wir? Weil die Cliffhanger einfach mittlerweile so geil sind. Ja. Tja. Normalerweise kommt ja unser Werbeblock erst eine Frage später, aber vielleicht ziehen wir den einmal kurz vor hinsichtlich eures Geburtsvorbereitungskurses für Väter. Wo kriegt man den? Wo muss man hingehen? Genau, auf family2be oder auf daddy2be.de jeweils und da findet ihr auf jeden Fall diesen Kurs. Und da lade ich mir den dann runter und aufs Handy oder aufs iPad oder wie auch immer. Du kannst ihn dann da direkt drauf gucken, genau, richtig, du wirst freigeschaltet und hast dann die Freischaltung für ein Jahr und dann kannst du da wirklich dich durch diese ganzen Rubriken durchsippen, auch wenn du schon weiter bist vielleicht, kannst du auch ein bisschen später erst einsteigen, genau. Super. Also erstmal vielen Dank für diesen Tipp, nachdem wir gerade eine kleine Weltreise mit dir unternommen haben, die auch sehr spannend war. Zum Ende hin haben wir immer eine Frage, die ist für jeden Gast gleich. Und zwar gibt's auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt. Ihr hattet wahrscheinlich viel Musik in den letzten 4 Jahren, wo ihr auf Tour wart, wo ihr unterwegs wart. Aber gibt es irgendein Lied, was du mit dieser Reise verbindest oder mit einem Land oder was ihr zu einem besonderen Zeitpunkt gehört habt? Ich weiß gar nicht genau, wie dieser Song heißt, aber mir fällt witzigerweise aus meiner Jugend direkt einer ein und zwar müsste das Master Ace gewesen sein mit Travelin' Man oder so heißt es. I'm a Travelin' Man. Ich weiß nicht, ob der Song so heißt oder ob das Brooklyn Masala war. Auf jeden Fall muss ich an diesen Irgendwo finden wir auf jeden Fall. Ja. Aber okay. Ich hätte, wenn ich jetzt so Wetter abgeben hätten oder gegeben hätte dürfen, nein, das ist ein dummes Wort, Deutsch, aber wenn ich jetzt so Wetter hätte eingehen können, hätte ich gesagt, Men at Work. Weil du hast mehrmals auch Australien genannt und das ist ja nur so come from land of down under. Ja, da hast du schon recht, ja. Hätte ich jetzt okay, so auch genannt. Passend gewesen, ja. Flo, aber dann machen wir es doch so. Dann darfst du dir für diese Folge auch einen Titel wünschen, oder? Du suchst den von Freddy raus und deinen setzen wir auch auf die Playlist, auf die echte Papa-Playlist, die ihr bei Spotify findet, genauso wie diesen Podcast natürlich. Jetzt machen wir im Moment mal Werbung für uns, lieber Freddy. Unser Podcast könnt ihr abonnieren, runterladen, anhören, bewerten. Kann man noch irgendwas mit unserem Podcast machen? Weitersagen kann man ihn noch. Auswendig lernen, genau. Und wenn ihr eine Frage habt zu dem echten Papas und unserem Podcast generell oder vielleicht zu Freddy, könnt ihr uns natürlich nochmal eine E-Mail schreiben und der Flo weiß, an wen die E-Mail geht. Ihr geht immer an podcast@echtepapas.de. So, Freddy, und wenn jetzt jemand so begeistert von deiner Reise ist und sagt so, genau das möchte ich auch machen, wie ist die Reiseroute? wo findet man dich am besten? Also du hast ja gerade schon über euren Online-Geburtsvorbereitungskurs gesprochen, genau. Daddy2Be. Ist das der einfachste Weg, mit dir in Kontakt zu kommen oder bist du irgendwo noch auf Social Media ganz aktiv? Ich bin gar nicht mehr so aktiv auf Social Media, seitdem wir nicht mehr so viel reisen, ehrlich gesagt. Aber da findet man mich auf jeden Fall auch unter Frederik Gruhn. Genau. Und ansonsten bitte nicht per Mail, denn ich habe so viele E-Mails in den letzten Jahren bekommen, genau über diese Geschichte. Hey Mensch, kannst du mal sagen, wie ist Dänemark? Wie kann man da Homeschooling machen? Hey, wie ist Österreich? Was sagt ihr zu Uganda? Und. Ich habe aufgehört, E-Mails zu beantworten, weil es einfach zu viel wurde. Genau, aber darüber findet ihr mich. Und da seht ihr auf jeden Fall, oder unter Raw Life Family haben wir eine Zeit lang das auch dokumentiert, als wir unterwegs waren. Genau, da findet ihr mich. Ja, oder fahrt doch einfach nach Rosengarten. Das ist so ein schöner Ort mit so einem schönen Namen. Das nicht sagen dürfen. Ja, also wir verlinken einfach alles, was möglich ist. Und die Fragen könnt ihr natürlich auch alle an uns schicken und dann sammeln wir sie, laden Freddy einfach irgendwann nochmal ein und stellen dann alle Fragen gesammelt, oder? Das können wir machen. Da bin ich dabei. Das ist eine gute Idee. Das ist doch eine gute Alternative. Gut, ja, Freddy. Vielen, vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Es war wirklich, wir kamen aus dem Stau nicht mehr raus, glaube ich, oder? Schön. Ja. Ja, genau. Gut. Okay. Das ist schon, es ist wirklich eine spannende Geschichte und auch so eigentlich, ich glaube,
du hast noch viel mehr zu erzählen, aber das passt nun mal nicht in 45 Minuten rein. Gut. Niemals. Also es gibt so viel noch zu erzählen, was auf dieser Reise passiert ist. Aber gut. Wir bedanken uns erstmal für diese 45 Minuten. Vielen Dank, dass wir teilhaben durften. Dann hoffen wir, dass es bald Teil 2 gibt mit all den Fragen unserer Hörer und Hörerinnen. Übernächste Woche haben wir erstmal einen anderen Gast. Richtig. Gut. Schön, dass du da warst, Freddy. Ja, okay. Gerne. Hey, vielen Dank, dass du dabei sein durftest. Hoffentlich. Okay. Bis bald. Macht's gut, alle. Ciao. Tschüss. Ciao.